Kompakt, leise und super hell. Das ist der Smart TV 4K Beamer von BenQ, der TK850i, und den sehen wir uns heute im Video an. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum. Das ist also der BenQ TK850i, ein kompakter 4K Beamer, der leise ist, besonders hell ist und sich perfekt fürs Wohnzimmer eignet, aber eben auch zum Mitnehmen aufgrund seiner Größe. Tja, den Beamer, den mögen wir so gern, weil er zum einen natürlich ein herausragend gutes Bild macht. Er ist richtig schön scharf. Er bietet hier 4K-Auflösung. Mittels eShift bekommt man also hier ein knackscharfes, hochauflösendes Bild auf die Leinwand mit tollen Kontrasten, fantastischen Farben und vor allen Dingen auch einer enormen Helligkeit. 3000 Ansilumen haben wir hier in dem Gerät. Das bedeutet, am Nachmittag durchaus mal eine Serie schauen, ohne wirklich das Wohnzimmer komplett abdunkeln zu müssen. Der BenQ hat eine konventionelle Lampe als Leuchtmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 15.000 Stunden. Also wenn man das mal hochrechnet, sind das 10 Jahre bei 4 Stunden täglichem Betrieb. Das ist also jede Menge, und so eine Ersatzlampe, wenn die wirklich mal verbraucht ist, kann man die ganz leicht selber tauschen. Liegt preislich so bei 200, 250 Euro und dann ist er wieder wie neu. Der BenQ verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher, und so ist er nicht nur eine gute Wahl, wenn man ihn im Wohnzimmer zum Beispiel an die Decke hängen will, sondern man kann ihn einfach mal mitnehmen, vielleicht vor sich auf den Tisch stellen und einfach auf die weiße Wand das Fußballspiel genießen. Lautsprecher sind direkt drin. Apps sind übrigens auch direkt mit drin, denn dieser Beamer ist ein sogenannter Smart Beamer mit nicht irgendeinem eigen entwickelten Betriebssystem, nein, sondern wir haben hier einen echten Google Android TV Stick integriert im Gehäuse. Und das ist Weltklasse gelöst. Schade finde ich, dass die Netflix-App standardmäßig nicht mit an Bord ist. Man hat aber hier Zugriff eben auf den Google Play Store und kann sich hier wirklich tausende, ich meine über 5000 Apps hier runterladen, also von der ARD, ZDF, Mediathek bis hin über Disney Plus, DAZN etc. ist also alles mit an Bord. Für unterwegs bekomme ich den Ton, wie gesagt, über die integrierten Lautsprecher, und im Heimkino kann ich über den Audio Return Channel, über das eine HDMI-Kabel, das ich zu meinem AV-Receiver verlegt habe, den Ton direkt zurücktransportieren. Also auch das funktioniert. Ich muss kein extra Kabel verlegen. Bedient wird das Gerät übrigens über diese schöne Fernbedienung hier. Und man sieht hier schon, es ist also alles schon auf Smart TV ausgelegt. Man fühlt sich hier super zurecht. Man hat einen tollen Tastendruck. Und schön und erwähnenswert, finde ich, ist auch dieses flüssige und schnelle Bedienerlebnis, das man hier hat. Also man drückt drauf und es tut sich auch sofort was. Wir haben keine Verzögerungen. Es ist wirklich wie ein hochmoderner Fernseher. Da ist im Prinzip kein Unterschied zu merken. Rückseitig befinden sich die Anschlüsse. Hier haben wir zwei HDMI-Eingänge, die beide voll 4K-fähig sind. Wir haben einen Trigger-Anschluss. Damit kann man dann zum Beispiel automatisch eine Leinwand runter und wieder rauffahren lassen. Und wir haben auch USB-Anschlüsse, um beispielsweise Fotos oder Medien einzuspielen, beziehungsweise einen USB-Anschluss, der hier auch viel Strom liefert, um, wenn man das möchte, einen zum Beispiel Amazon Fire TV Stick hier anzuschließen, ohne ein weiteres Netzteil zu verlegen. Der kann also hier rüber direkt seinen Strom beziehen. Und dann gibt es zu guter Letzt auch noch digitale Tonausgänge, falls man nicht über den HDMI Audio Return Channel gehen möchte. Der BenQ, wenn man den in seinem Wohnzimmer integrieren möchte, in seinem Wohnzimmer installieren möchte, dann stellt man zunächst fest, dass er sehr weitwinklig ist. Und das hat durchaus seinen Vorteil. Man kann mit dem BenQ nämlich einfach riesengroße Bilder projizieren, und das sogar schon bei relativ kurzen Abständen zur Leinwand. Der hat ein Projektionsverhältnis von 1,13 bis 1,47. Das bedeutet konkret, wenn wir mal eine 100 Zoll diagonale Leinwand nehmen, also 2,23 Meter Breite, das ist schon ordentlich, dann
können wir einen Abstand fahren von 2,52 Meter bis 3,28 Meter, gemessen von der Linse bis zur Leinwand. Also in diesem Bereich sind wir hier flexibel mit dem Zoom. Wer es genau wissen will, auf unserer Website findet ihr wie immer den Bildbreitenrechner. Dann könnt ihr euch genau ausrechnen, bei welcher Leinwandgröße welcher Abstand eingehalten werden muss, um den Projektor zu installieren. Der Projektor verfügt außerdem über einen Lens Shift und eine Trapezkorrektur. Das heißt, mit dem Lens Shift, das 10% der Bildhöhe ist, könnt ihr das Bild, wenn er auf dem Tisch steht, weiter nach oben rücken. Oder wenn er an der Decke hängt, könnt ihr es eben weiter nach unten schieben. Und wenn das nicht ausreicht, weil ihr zum Beispiel eine besonders hohe Decke habt, dann kann man den Projektor auch etwas kippen und mit der digitalen Trapezkorrektur das Bild wieder begradigen. Und so könnt ihr auch durchaus deutlich über die Bildoberkante gehen und den Projektor schön in eurem Wohnraum installieren. Projektoren in dieser Klasse unter 2000 Euro, die sind in der Regel schön hell, aber dafür auch ziemlich laut im Betriebsgeräusch und liefern dann ja so ein mattes, kontrastarmes Bild, also so ein bisschen wie ein Business-Projektor, den man aus dem Office kennt. Oder sie sind kontrastoptimiert, dann sind sie etwas dunkler, dann, naja, in der Regel auch nicht die leisesten aufgrund der kompakten Bauform, aber hier haben wir wirklich ein absolutes Ausnahmetalent. Dieser TK850i, der hat sagenhafte 3000 Lumen. Das ist richtig viel Helligkeit und eignet sich somit eben hervorragend im Wohnzimmer, um auch mal am Nachmittag was zu sehen, ohne dass man im Dunkeln sitzt. Aber er ist vom Lüftergeräusch auch so genial konzipiert von seiner Bauform, dass er im mittleren Helligkeitsmodus, er hat also drei Helligkeitsmodi, und im mittleren Modus ist er genau in der Balance. Ich habe also richtig viel Helligkeit, aber trotzdem eine niedrige Betriebslautstärke und kann ihn wunderbar in meinem Wohnzimmer platzieren, ohne dass er stört. Die Bildperformance ist über alle Zweifel erhaben. Er hat ein knacke, scharfes 4K-Bild. Er hat tolle Kontraste, tolle Farben und bietet jede Menge Potenzial in den Einstellungen, um das Bild auch noch zu optimieren. Ihr kennt das, als Heimkinoraumkunden bekommt ihr von uns kostenlos die Heimkinoraum-Edition mit dazu. Das heißt, wir packen so ein Gerät aus, wir prüfen das auf Herz und Nieren. Wenn alles passt, wird er sauber eingestellt für einen Sportmodus, für einen Filmmodus, für einen Modus in heller Umgebung. Und das Ganze wird dokumentiert und bekommt ihr dann entsprechend von uns kostenlos mit dazu. Als Empfehlung hier noch an der Stelle: Wenn ihr so einen Projektor, so einen hochwertigen in eurem Wohnzimmer betreibt, dann könnt ihr noch jede Menge Bildqualität und Kontrast rausholen, wenn ihr eine Hochkontrastleinwand nutzt. Das macht tatsächlich einen entscheidenden Unterschied. Damit könnt ihr Schwarzwerte verbessern, das Bild wird plastischer, ihr seid nicht mehr so abhängig vom Umgebungslicht und könnt durchaus auch in einer hellen Umgebung immer noch ein richtig kontrastreiches, plastisches Bild zu Hause erleben. Als Empfehlung für diesen Projektor würde ich sagen, passt perfekt die Elite Screens Daywalker dazu. Die hat nicht nur herausragende Bildeigenschaften, die hat auch noch eine Funkfernbedienung mit einem Triggeranschluss und die könnt ihr also perfekt ohne Kabel verlegen, die Fernbedienung mit dem Beamer verbinden, sodass die automatisch runterfährt, wenn der Beamer angeht und automatisch wieder wegfährt, wenn ihr den Beamer mit der Fernbedienung ausschaltet. Für unter 1800 Euro bekommt man also mit dem TK850i von BenQ einen fantastischen 4K-Beamer fürs Wohnzimmer, der richtig viel Helligkeit mitbringt, ein herausragend gestochen scharfes Bild liefert. Gleich, ob man Blu-rays, Ultra-HD Blu-rays oder Streaming-Dienste nutzt, die hier direkt schon mit dabei sind. Mit dem Android TV hat man hier eine nahtlose Smart-TV-Integration, die einfach im Alltag funktioniert. Und man kann diesen Projektor auch wunderbar mitnehmen, dank der integrierten Lautsprecher, einfach vor sich auf den Tisch stellen und in riesengroß mit seinen Freunden vielleicht mal ein Fußballspiel anschauen oder ähnliches. Den gibt es natürlich bei uns bei Heimkinoraum in eurer Nähe. Ihr seid herzlich eingeladen. Unter unten stehendem Link könnt ihr einen Termin vereinbaren und euch diesen tollen Beamer mal selbst live bei uns ansehen. Und natürlich auch unter unten stehendem Link könnt ihr den online bestellen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.